Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal die Belohnungen vom Nordend Cup zeigen. Der ist aktuell am Start. Und zwar geht der insgesamt vom 30.04. bis zum 13.05. Und dort haben wir in Waldracken auf den Koordinaten 26, 47 die NPCs, ne? Die uns übrigens auch eine Quest geben für den Nordend Cup, dass ihr jedes Rennen einmal fliegen müsst, egal in welcher Schwierigkeitsstufe. Und das gibt euch nochmal 80 Abzeichen, also das ist es auf jeden Fall wert. Solltet ihr vorher mitnehmen, bevor ihr die Rennen im Nordend angeht. Für die Rennen an sich gibt es auch jeweils Achievements. Ihr müsst alle Rennen einmal im Normalmodus fliegen, alle Rennen einmal im fortgeschrittenen Modus, alle Rennen im umgekehrten und wenn ihr alles quasi in den jeweiligen Schwierigkeitsgraden habt, gibt es dann auch noch ein Meta-Achievement, wo wir einen Titel kriegen und noch zusätzlich einen Wappenrock. Der Wappenrock ist aber leider bei mir aktuell ein bisschen buggy. Ich habe den vorher gekriegt und konnte mir den nicht in der Gegenstandsvorschau hier anzeigen lassen. Also irgendwas will da nicht. Aber wir können uns zumindest die Händlerbelohnungen anschauen. Und ja, ich würde sagen, ich gebe erstmal die Quest ab. Wie gesagt, da kriegen wir halt die 80 Abzeichen. Und für jedes Rennen bekommt ihr pro abgeschlossene Schwierigkeitsstufe auch ein Abzeichen. Heißt, ihr bekommt quasi für Bronze 1, Silber 1 und Gold. Wenn ihr direkt Gold macht, kriegt ihr dann 3 Marken. Wenn ihr dann Normal, fortgeschritten und dann auch noch zusätzlich umgekehrt macht, kriegt ihr halt bis zu 12 Marken pro Rennspot. Ne? Und das sind ja ein paar Spots, also da gibt es dann einiges an Marken. Und ja, jetzt würde ich sagen, gucken wir mal beim Händler. Der hat hier verschiedene Gear-Items. Und zwar haben wir ein komplettes Set, was wir, würde ich mal behaupten, schon so ähnlich kennen. Diesmal wahrscheinlich in der Farbvariante ein bisschen abgeändert. Ne? Also das ist einmal das Nordend-Set, die heißen jetzt zum Beispiel hier Schulterklappe, Schulterpolster des eisigen Drachenreiters. Und ich meine aber, da gibt es ein ähnliches Set, das nur eine Farbvariante ein bisschen geändert hat. Und zusätzlich gibt es hier auch noch einen Wimpel, das ist ein Rückenslot. Und ich dachte erst, das ist, hat was mit dem Kopf zu tun, ne, weil das hier oben so aussah. Aber das ist hier hinten quasi so eine Stange, die man dran hat. Mit ja, diesem Drachenkopf drauf und noch einer Flagge, was ganz nett ist. So wie ich das sehe, bewegt sich die halt leider nicht mit, ne? Also das ist jetzt keine Sache, die im Wind flattert, aber ist auf jeden Fall ein ganz nettes Ding. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich meine, man hatte aber das hier auch schon mal so ähnlich als Set. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das alte Set von den anderen Rennen hier irgendwo mit drin war. Ach, genau. Seht ihr? Da haben wir sie. Wollte doch gerade sagen, das ist quasi der Kalendor und östliche Königreiche Pokal. Das war in so, ja, bräunlich, Sandfarben auch so ein bisschen. Dann haben wir hier eins ein bisschen mit roten Elementen. Das ist der Scherbenwelt. Scherbenwelt hätte ich eher grün gemacht, sage ich euch ehrlich. Und Nordend ist jetzt halt hier so ein bisschen bläulich. Ich muss sagen, der Kopf ist ganz cool, ne? Das ist mit der Brille und so. Und diesem Lederüberzug. Aber das Rest vom Set, ja, das haut mich nicht vom Hocker. Aber gut, gibt es wieder eine neue Farbvariante, wieder ein bisschen was, wo wir an T-Mox erhöhen können. Und wenn wir uns die alle kaufen wollen, kostet uns das doch ein paar Marken. Wir haben hier 15, 30, 45, 60, 90, dann 105, 110... 135 Marken sind es, ne? Aber ihr seht, ich habe jetzt auf jeden Fall genug zusammenbekommen über die Rennen. Also wenn ihr da alles im Goldmodus macht für die Achievements, dann habt ihr auf jeden Fall genug Münzen, um euch den ganzen Spaß einmal kaufen zu können. Und das machen wir jetzt mal, lernen das T-Mog und ja, mehr gibt es da aktuell nicht. Die Rennen sind alle relativ einfach, würde ich sagen. Falls ihr da Probleme habt, ich habe sowohl für die fortgeschrittenen Rennen als auch für die umgekehrten jeweils ein Video aufgenommen, wo ich alle Rennen einmal geflogen bin. Also da könnt ihr selbstverständlich gerne reinschalten. Und ja, sonst wünsche ich euch viel Spaß beim Rennenfliegen und mit den Belohnungen natürlich. Und damit sind wir tatsächlich auch schon durch mit dem kleinen Video. Wie gesagt, bevor ihr die Rennen macht, solltet ihr hier halt die Quest annehmen, ne, bei diesem Podium in Waldracken, dass ihr nochmal diese 80 extra Marken bekommt. Das macht auf jeden Fall Sinn. Falls ihr noch Breadcrumb-Quests auch mitnehmen wollt, es gibt hier eine Breadcrumb-Quest, die schickt euch einmal hier rüber und dann könnt ihr das da annehmen. Also, das ja, wäre eine Option, die mitzunehmen. Juti, dann sind wir durch mit einem kleinen Video. Mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.